Mahlzeit, willkommen beim Red Review Video Magazin und einem neuen Video meinerseits und einem Update oder eine Ergänzung zu dem Video vom vergangenen Sonntag, wo es um 20 Achterbahnen ging, die dich ins Weltraum gebeamt haben. In den Weltraum. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben euch mal einen Satz fehlerfrei hinbekommen. Das wird ein spannendes Video, meine Freunde. Und wir haben nämlich dann in den Kommentaren mal geguckt, oder ihr habt in den Kommentaren mal geschrieben, was für Bahnen ich vergessen habe, die noch eine Space Sky-Fi Weltraum-Thematisierung haben. Natürlich ging es in dem Video um Bahnen, die ich selber gefahren bin. Das habe ich in dem ersten Video auch erklärt. Und auch dieses komplette Themenkonstrukt und Spektrum von Achterbahnen mit Weltraumbezug habe ich mal ein bisschen, ja nicht erläutert, aber ein bisschen was darüber erzählt. Wenn ihr das erste Video nicht gesehen habt, dann guckt euch das jetzt auf jeden Fall vorher einmal an. Dann wisst ihr, worum es geht, dann seid auf dem neuesten Stand und dann kommt ihr hier wieder hin zurück. Ich wiederhole das jetzt nicht für alle, die das hier sehen, doch mal, das wäre ja Quatsch. Aber ich habe euch gefragt, was für Bahnen fehlen. Ihr habt es in die Kommentare geschrieben. Mir sind auch noch ein paar Sachen eingefallen. Und wir haben nochmal ergänzend zu den 20 Bahnen von Sonntag 13 weitere Achterbahnen. Und die erste, die ich jetzt hier mit euch besprechen wollen würde, ist eine, die ist so offensichtlich. Und wir haben über den Park auch gesprochen in dem Video. Der war auch dabei. Und ich bin so doof. Aber egal. Backyardigans Mission to Mars. Steht im Moviepark Germany seit 1996 von Vekoma ein Junior Coaster, und zwar die Standardvariante mit 207 Meter Streckenlänge und 8,5 Meter Höhe, Spitzengeschwindigkeit 35 km/h. Kennt man vielleicht von früher noch als Coyotes und Roadrunners Achterbahn und ist halt heute mit einer Mars-Thematisierung. Dann die wichtigste Anlage dieser Thematisierungsart in Deutschland, wenn nicht sogar der Welt, ist Star Shuttle. Ein bisschen Ironie, ein bisschen Spaß, aber es ist wirklich cool und es sieht richtig nice aus. Und das Ganze steht in der Halle, wo noch ein paar Anlagen drumherum stehen, die auch diese Thematisierung haben. Und dafür müsst ihr in den Bayernpark in Reisbach. Und 2009 kam dort der Sunkid Butterfly hin. Jetzt könnte man sich natürlich in diesem Video darüber streiten, ist ein Butterfly eine Achterbahn, ja oder nein. Aber wir haben es mit drin und diese spacige Halle mit diesem spacigen Butterfly gehört ja auf jeden Fall dazu. Interessanterweise stand genau dieser Butterfly vorher im Potspark, ging von da aus in die Fun Hall Mehring, wo der auf einer Seite einen richtig coolen Tunnel hatte und kam dann erst in den Bayernpark. Aber Space-Thema ist hier komplett erfüllt. Eine Bahn, wo ich mir da nicht so sicher war, ist Oblivion the Black Hole. Steht im Gardaland in Italien, 2015 eröffnet, konnten wir nach der Eröffnung auch direkt fahren, hatten wir Glück gehabt mit unserem Timing und mit der Arbeit im Gardaland. B&M Dive Coaster mit 42,5 Metern Höhe und auf 566 Metern Strecke gibt es zwei Inversionen, die mit bis zu 100 km/h durchfahren werden und das von bis zu 3 Zügen. Und ja, ich war mir halt nicht so sicher, eigentlich irgendwie nicht, weil dieses schwarze Loch, das zieht halt hier sehr irdische Dinge ein und es ist sehr weltlich alles. Und dann habe ich aber nochmal für dieses Video die Story nachgeguckt und es gibt einen Raumzeitkanal und dieser verbindet die Erde mit anderem Weltraum und Zeitalter und dieses Gravitationsfeld ist so stark und deswegen wird dort alles in dieses schwarze Loch gezogen. Ich weiß dann nicht, warum man dann direkt wieder in einer Station auf der Erde landet und dekontaminiert wird, wenn man in dieses schwarze Loch gezogen wurde, aber es scheint gut gegangen zu sein. Das schwarze Loch ist halt nicht so lang und endet wieder bei uns. Nein, aber alles gut. Ich war mir halt bei dieser Bahn nicht so sicher, aber es passt doch schon irgendwie hier mit in dieses Themengebiet von den Space Coastern. Auch eine Bahn, wo ich überlegen musste, war Hyperion im Energylandia in Sator in Polen. 2018 eröffnete Intermin Hyper-Mega-Giga-Coaster 77 Meter hoch und ein Drop von 82 Metern. Und danach geht es mit 142 km/h durch 1450 Metern Strecke. Zwei Züge schaffen hier 1300 Personen pro Stunde weg und man hat auch eine Inversion noch in dieser Bahn. Und ich habe lange überlegt, wo ist denn da der Weltraumbezug? Und dann ist mir noch eingefallen, diese erste Halle, wenn man durchs Hyperion-Logo schreitet Richtung Warteschlange, da gibt es so ein paar Spaceships an der Decke und so. Und natürlich das allgemeine Erscheinungsbild wirkt natürlich so, geht in diese Richtung von der ganzen Optik her und der Beleuchtung und so weiter und so fort. Und das Entscheidendste ist ja, Hyperion ist einer der Saturnmonde. Muss man wissen, wusste ich vorher auch nicht, aber dadurch passt das thematisch natürlich komplett bei dieser Bahn. Und
noch offensichtlicher im selben Park, immer noch Energylandia in Polen. 4 Jahre vorher, schon 2014, gab es die Achterbahn und gibt es heute auch noch Mars. Und diese komplett überladene, vollgestopfte, bunte Plastik-Mars-Landschaft habe ich vergessen. SBR Visa, Kiddie Coaster, der da durchfährt und das in Flugzeugen. Ist ein bisschen abwegig auf dem Mars, aber okay. Der Mars sieht da auch sehr seltsam aus. Aber eine Bahn, Thema passt perfekt, voll getroffen und passt hier komplett mit rein. Eine Bahn, die ich aber absolut gar nicht auf dem Schirm hatte, wäre der Höllenblitz bzw. Safari-Blitz. Und der hieß eine Zeit lang auch Star World. Und das Ganze ist eine reisende Indoor-Achterbahn mit 860 Metern Streckenlänge und 18 Metern Höhe, die dann dafür sorgen, dass bis zu 3 Züge auf 80 km/h Spitzengeschwindigkeit kommen. Und das Ganze ist ein Spinning Coaster von der Firma Stein. Super besondere Bahn und habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt mit dem alten Namen. Was ich auch komplett vergessen habe, Linnunrata Extra in Linnanmäki, Helsinki, Finnland. Zira Custom Force Coaster aus dem Jahre 2000. Komplett Indoorbahn, 7 Meter nur hoch, 300 Meter lang, 40 km/h schnell. Nicht riesig spektakulär, wirkt aber viel schneller und viel cooler. Hat 2 Züge, die bis zu 800 Personen pro Stunde wegfahren können. Und inzwischen auch VR-Brillen, die haben wir nicht genutzt. Wir sind so gefahren, es gibt auch noch ein paar Lichteffekte bei der Fahrt. Und von 2000 bis 2003 hieß die Bahn auch Space Express. Noch interessanter ist aber, Linnunrata, mein Gott, ist finnisch für Milchstraße und damit sind wir natürlich thematisch auch wieder komplett hier bei diesen Space-Weltraum-Achterbahnen. Wo das thematisch von der Optik nicht ist, aber wo der Name passt, ist eine Bahn, die Komet heißt. Und zwar reden wir erstmal hier von der Bahn im Valligator, Metz, Frankreich. 1989 eröffneter Vekoma Hurricane, 590 Meter lang und darauf gibt es dann auch 3 Inversionen und 2 Züge, die diese durchfahren. Und hier ist es halt wirklich nur der Name. Es gibt keine Thematisierung. Es gibt da nichts drumherum zu sehen. Hatten wir natürlich auch so Bahnen mit in dem anderen Ranking, aber die habe ich halt gar nicht auf dem Schirm gehabt, die Kiste hier. Und von 1989 bis 2007 hieß das Ganze sogar noch Comet Space. Und da ist der Name natürlich noch passender. Und es gibt sehr, sehr viele Achterbahnen, die Comet heißen. Eine, die ich auch gefahren bin, ist Comet im Hershey Park in Hershey, Pennsylvania, USA. Und die hat bereits 1946 eröffnet und ist vom PTC Philadelphia Toboggan Coasters Woody. Und diese Holzachterbahn hat halt auch nur den Namen Comet und sonst keinen Bezug irgendwie zum Weltraum. Bei einer Holzachterbahn von 1946 auch ein bisschen schwierig. Eine Bahn, die ich nicht gefahren bin, die in den Kommentaren auch noch war, ist Disaster Transport in Cedar Point. Super spannend, Intermin Bob Bahn, die auch Indoor-Parts hatte und Space-Thematisierung, stand da, wo jetzt der Gatekeeper steht. Oh, leider nie gefahren. Und eine Bahn, die mir noch eingefallen ist, die wir nicht mit drin hatten und relativ neu ist, ist Orion in Kings Island, 2020er B&M Hypercoaster mit einem Drop von 91 Metern Höhe und sogar einem Soundtrack von Imascore. Auch eine spannende Sache, meiner Meinung nach, wäre dann auch noch Flying Fish im Vorpark. Mack Rides blauer Enzian, aber der bis 2004 im Park stand, nicht der aktuelle an der gleichen Stelle, die gleiche Bahn, sondern die Bahn, die es halt nicht mehr gibt. Und von 1983 bis 1989 hieß die Bahn noch Space Station Zero. Und ein super spannendes Thema mit auch diesen Umbenennungen und wie viele Bahnen es doch noch gibt oder wie viele Bahnen einem einfallen mit Weltraumbezug. Und allein jetzt hier in diesem Video reden wir über im letzten Video über 33 Achterbahnen mit Weltraumbezug. Und das, obwohl wir ja alle irgendwie ein bisschen Angst haben, dass es das Thema gar nicht mehr gibt. Und wenn euch das wirklich so interessiert, es gibt auf der Rollercoaster Database insgesamt 65 Einträge zu Achterbahnen, deren Namen mit Space anfangen. Dann gibt es noch 37 Achterbahnen, die im Namen Space haben. Und das sind nur Achterbahnen mit Space im oder Space Namen und nicht, wo das Thema der Bahn definiert ist. Es gibt also auch noch so Sachen wie Orion, da steht nichts mit Space, hat einen Space-Bezug. Ist vielleicht natürlich jetzt ein blödes Beispiel, weil da jetzt nichts
so wirklich thematisch dann auch noch drüber rum ist, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Es gibt noch so viele Sachen, wo es halt nicht so offensichtlich direkt mit dem Namen ist. Super spannendes Thema. Wenn euch noch Bahnen einfallen mit Space, Achterbahn, Skyfly, Bezug, gerne in die Kommentare, was es dann noch so gibt, dann sammeln wir noch mal ein bisschen was. Und sehr cool, wie viel in den Kommentaren noch dazugekommen ist vom letzten Video bis jetzt. Und deswegen wollte ich das hier auch noch mal aktualisieren, updaten und dranhängen, weil es wirklich dann noch so viele Bahnen sind, die von euch geschrieben wurden, die gefehlt haben. Und der Vollständigkeit halber halt gibt es dieses Video. Und ansonsten war es das jetzt von mir an dieser Stelle mit dieser Ergänzung. Und euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Jeden Tag um 18 Uhr hier auf dem YouTube-Kanal. Ich bin jetzt raus. Ihr seid die coolsten. Euer Profis. Review Video Magazin. Peace.